müssen nicht sein. Also so ein bisschen ein Ziehen im Bauch ist ein vollkommen normales Symptom, was tatsächlich auch eigentlich ein gutes Zeichen ist. Also wenn die Mens zu schwach ist, dann ist eher zu wenig Endometriumaufbau da. Dann sind gar keine Schmerzen da. Das ist aber oftmals eben dann eigentlich ein Zeichen, dass jetzt vielleicht keine Eisprünge stattgefunden haben. So ein leichtes Ziehen im Bauch ist normalerweise ein gutes Zeichen, Zeichen dafür, dass Eisprünge stattgefunden haben, dass das Endometrium gut aufgebaut war, dass der Zyklus gut funktioniert. Aber wenn wir eben jetzt generell jeden Zyklus Schmerzmittel brauchen, weil wir sonst überhaupt nicht durch den Tag kommen, das ist überschießend und das muss nicht sein. Und das ist auch ein Thema, wo wir sehr gut mit pflanzlichen, naturheilkundlichen Mitteln eingreifen können. Auch zu starke Blutungen müssen nicht sein. Ich habe gesagt, wenn es zu schwach ist, bedeutet das auch, dass vielleicht das Endometrium zu schwach aufgebaut ist. Das heißt, auch hier können wir dann anregend arbeiten. Aber wenn die Blutung immer zu stark ist und sturzbachartig ist und die Frauen sagen, ich habe einfach nach 2 Tagen Mens schon gar keine Energie mehr aufzustehen, weil so viel Blutverlust da ist, dann ist auch das ein Faktor, den wir beeinflussen können mit pflanzlichen Mitteln und den wir beeinflussen sollten mit pflanzlichen Mitteln, weil hier eben einfach dann zu viel Energie verloren geht, zu viel Lebensenergie davon blutet und auch zu viel Eisen verloren geht. Das heißt, wir haben dann eben Frauen, die dann langsam aber sicher in die Anämie, in den Eisenmangel rutschen. Und was auch ein ganz großes Thema bei der Zyklusregulation ist, und zwar egal, ob junge Mädchen anfangen zu menstruieren oder ob Frauen in der Blüte ihres Lebens stehen oder auch, wenn es dann langsam auf den Wechsel zugeht, ist das Thema PMS, die zweite Zyklushälfte, die bei vielen Frauen Unwohlsein mit sich bringt. Oftmals sind es auch die Partner, die dann die Frauen in die Praxis schicken und sagen, frag doch mal, ob es da nicht was gibt. Weil eben hier ganz große Stimmungsschwankungen im Vordergrund stehen können. Die Frauen leiden unter Brustspannen oder Wassereinlagerungen, haben ständig das Gefühl, sie sind irgendwie unfit. Es gibt große Heißhungerattacken, Kopfschmerzen kommen vor, auch schon Bauchschmerzen vor der Mens kommen vor. Das alles fasst man zusammen unter dem Titel prämenstruelles Syndrom, das tatsächlich sehr, sehr, sehr weit verbreitet ist. Und hier können wir ganz, ganz viel erreichen mit pflanzlichen Hilfsmitteln. Ganz großes Thema in der Praxis ist auch das Thema Kinderwunsch. Das ist etwas, was heutzutage stark zunimmt. Frauen, die sich ein Kind wünschen oder Paare, die sich ein Kind wünschen und bei denen es sehr lange dauert, bis das klappt. Das hat sehr, sehr, sehr viele Gründe. Ein ganz großer Faktor ist sicherlich die Umweltbelastung mit vielen Chemikalien, die hormonähnlich wirken und die im Körper vieles durcheinander bringen können, sowohl bei der Frau als auch beim Mann. Ein ganz großes Thema ist sicherlich auch das Thema Stress und Lebensführung, das die Hormone durcheinander bringt und damit das Spermiogramm in der Qualität reduziert oder auch die Einnistungsmöglichkeiten bei der Frau verschlechtert. Auch hier können wir natürlich ganz großartig unterstützen mit pflanzlichen Hilfsmitteln. Zum einen natürlich über das, was wir gerade auch schon angesprochen haben, nämlich dass man den Zyklus reguliert, weil wenn wir einen regelmäßigen Zyklus haben mit entsprechend aufgebautem Endometrium, dann ist einerseits der Zeitpunkt sehr viel leichter zu bestimmen, wann denn die Fruchtbarkeit am höchsten ist und andererseits eben dann die Fruchtbarkeit natürlich auch die Möglichkeit sozusagen zu empfangen, eine wesentlich höhere. Ich habe schon angedeutet, wenn die Blutung eher zu schwach ist, dann ist zu wenig Nestaufbau da. Das heißt, hier können wir eingreifen und mit pflanzlichen Mitteln so ein kleines bisschen den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut anregen, den Eisprung fördern. Wir können aber auch die zweite Zyklushälfte unterstützen, also eben das Thema PMS zeigt ja oftmals einen Gelbkörpermangel an. Gelbkörpermangel bedeutet, dass es Probleme geben kann bei der Einnistung, und beim Erhalt einer gegebenen Schwangerschaft. Auch hier können wir mit pflanzlichen Mitteln ganz groß,
unterstützend wirken. Wichtig zu wissen ist eben auch, dass auch die Schilddrüse einen großen Einfluss auf den Hormonhaushalt und auf die Fruchtbarkeit hat. Das heißt, es lohnt sich da einfach vielleicht einmal mehr beim Arzt auch nachzufragen, die Patientinnen nochmal zu schicken und zu gucken, ob man vielleicht über die Schilddrüse noch regulierend wirkt. Ich habe die Schilddrüse jetzt heute für den heutigen Abend mehr oder weniger ausgeklammert, weil das einfach nicht alles in eine Stunde reinpasst. Natürlich gäbe es auch hier Möglichkeiten, wie wir mit naturheilkundlichen Mitteln begleiten können, unterstützen können. Wichtig zu wissen ist eben, wenn es um das Thema Kinderwunsch geht, kann das ein großer Faktor sein. Und ich habe es eingangs schon gesagt, dass eben Stress ein ganz, ganz großes Thema ist. Nicht nur beim Kinderwunsch, sondern tatsächlich bei allem eigentlich, was die Hormone betrifft bei der Frau. Das schauen wir uns gleich auch noch genauer an. Und ein weiteres Thema oder ein weiterer Themenkomplex, der in der Praxis häufig aufschlägt, ist das Thema Wechseljahrsbeschwerden. Da kommen die Frauen mit ganz unterschiedlichen Themen. Interessant zu wissen ist, dass es hier ganz typisch ist, gerade in der Übergangsphase, dass es Hormonschwankungen gibt. Das heißt, die Frauen haben innerhalb von wenigen Tagen einmal ein Hormon tief und einmal ein Hormon hoch. Sodass jetzt die klassische Herangehensweise, einfach mit Hormonersatztherapie einzusteigen, oftmals gar nicht hilfreich ist und den Frauen auch ihre Symptome gar nicht unbedingt nimmt oder lindert, weil der Körper einfach Achterbahn fährt. Und wenn man jetzt da mit einem einheitlichen Mittel drauf geht, hört dieses Achterbahnfahren einfach nicht auf. Die Folge von diesen Schwankungen sind eben auch ganz massive Stimmungsschwankungen. Oftmals kommen die Frauen, weil sie Schlafstörungen haben oder eben Hitzewallungen. Die können tagsüber auftreten im Stundentakt. Die können auch nachts so sehr auftreten, dass eben Frauen zweimal in der Nacht aufstehen müssen und sich umziehen müssen, weil das T-Shirt durchgeschwitzt ist. All das sind Dinge, die wir mit pflanzlicher Hilfe durchaus unterstützen können, rein symptomatisch. Wir können aber tatsächlich auch versuchen, dieses ganze Hormonchaos ein kleines bisschen über die Pflanzen zu regulieren, damit direkt an der Ursache anzupacken. Die Frauen in den Wechseljahren klagen dann oft auch oder ja, sehen sich so ein bisschen gestört von der Haut, die langsam an Spannkraft nachlässt. Die Hormone sind natürlich dafür zuständig, wie gut das Bindegewebe versorgt ist, wie gut die Haut versorgt ist. Und das sieht man den Frauen oftmals eben an, wenn dann so Hormonmangelsituationen passieren, dass dann die Haut trocken ist, dass mehr Falten entstehen, dass die Haut müde einfach aussieht, dass das Bindegewebe schlaff wird, was dann natürlich auch zu weiteren Folgen führt, wie jetzt eben Reizblase, schwacher Blase oder auch trockene Schleimhäute, sowohl im Nasen- und Augenbereich als auch im Vaginalbereich, als auch tatsächlich im Verdauungstrakt. Selbst da kann es passieren, dass man dann, obwohl die Verdauung immer gut war, plötzlich Verstopfung entwickelt und solche Dinge. Das heißt, auch hier kann man versuchen, mit Substanzen, die jetzt eben pflegend und verjüngend auf Haut und Bindegewebe wirken, ein kleines bisschen diesen Wechseljahrsthemen zu entgegnen. Das Thema Knochengesundheit ist ein ganz großes Thema. Das ist oftmals auch ein Argument der Gynäkologen dann für eine Hormonersatztherapie oder für hormonelle medikamentöse Unterstützung, dass man eben sagt, man will verhindern, dass es zu Osteoporose kommt. Da kann ich gleich sozusagen vorneweg schon mal sagen, der wichtigste Faktor für die Knochengesundheit ist tatsächlich die Lebensführung, Bewegung und Sport und regelmäßige Belastung des Körpers in einer gesunden Art und Weise ist die beste Prophylaxe für Osteoporose, die man haben kann. Aber es gibt natürlich auch hier pflanzliche Substanzen, die genau an diesem Punkt ansetzen und helfen. Auch hier kann die Schilddrüse wieder ein großes Thema sein, die eben auch in den Wechseljahren bei manchen Frauen ins Straucheln gerät. Frauen, die ewig mit einer Schilddrüsenunterfunktion unterwegs waren, entwickeln im Wechsel plötzlich eine Überfunktion. Frauen, die nie Schilddrüsenleiden hatten,
haben plötzlich Themen, die eben von der Schilddrüse herrühren können. Also das heißt, auch hier lohnt es sich mal auf die Schilddrüse zu gucken. Auch hier könnte man natürlich naturheilkundlich versuchen, die Schilddrüse mit einzustellen und zu begleiten. Und auch in den Wechseljahren und besonders in den Wechseljahren ist Stressreduktion einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema oder beziehungsweise die Anpassungsfähigkeit an Stressbelastungen, weil viele, viele Symptome sich nur dann lindern lassen, wenn wir lernen, auf uns selbst zu achten. Und das ist gerade in dieser Phase des Klimakteriums ganz besonders wichtig. Ich habe mal so aufgezeichnet für den Überblick die wichtigsten Hormone im weiblichen Zyklus. Wir haben hier einmal die beiden Hypophysenhormone LH und FSH. Das LH ist das die lilane Linie, die diesen großen Zacken macht, den Sie da in der Mitte sehen. Und das FSH ist das Grüne, was so diesen kleinen Huckel ganz unten macht. Das sind die beiden Hormone, die über die Hypophyse ausgeschüttet werden und die dann eben zur Zyklusmitte, also das heißt hier aufgezeichnet am 13., 14. Zyklustag, den Eisprung auslösen sollen. Wir haben mit der roten Kurve das Östrogen aufgezeichnet, das eben eigentlich eine große, wichtige Rolle in der ersten Zyklushälfte spielt. Vor allen Dingen eben vom Tag 7 weg, also von dem Zeitpunkt, wo sich der dominante Follikel entwickeln soll. Da wirkt das Östrogen auf die Gebärmutterschleimhaut und auf den Aufbau, so auf den Nestbau sozusagen und eben auch auf dieses Follikel, auf diese Eizelle, die da heranreift und löst dann ab einer gewissen Schwelle sozusagen den Anstieg von LH und FSH aus, damit der Eisprung ausgelöst werden kann. Und dann kommt diese blaue Kurve ins Spiel, die ist jetzt hier sicherlich nicht ganz medizinisch korrekt dargestellt, das habe ich mal selber versucht, über ein Computerprogramm zu erstellen, die dann eben nach dem Eisprung intensiv ansteigen soll. Das ist das Progesteron bzw. die Gelbkörperhormone, die Gestagene, die dann ihren Höhepunkt erreichen rund um den 21. Zyklustag, wo sie dann dafür sorgen sollen, dass die Eizelle, sofern sie befruchtet wurde, sich gut einnisten kann und dass sozusagen alles geschützt und abgeschlossen ist, dass da jetzt nichts mehr hinkommen kann. Wenn kein befruchtetes Ei da ist, dann passiert zum Ende des Zyklus eben so ein Abfall von dem Progesteron, der dann eben die Menstruation, also das Absterben des Endometriums und damit die Blutung, die monatliche, einleitet. Ich habe es schon an der Grafik ein bisschen erklärt. Das ist natürlich alles jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Endokrinologie ist ein sehr spannendes, sehr komplexes Thema. Ich kann nur jedem anraten, sich mal ein bisschen damit zu beschäftigen. Das ist wirklich total faszinierend, wie da winzig kleine Zahnrädchen ineinander greifen, damit das alles so funktioniert, wie das funktioniert und wie das alles ineinander, aufeinander abgestimmt ist und ineinander getaktet ist. Das ist wirklich echt spannend. LH und FSH, wie gesagt, die beiden Hormone aus der Hypophyse, die wir brauchen, um den Eisprung zu regulieren und auszulösen. Östrogen und Progesteron sind die Steroidhormone, die Fortpflanzungshormone, die klassischen bei der Frau, die vor allen Dingen in den Eierstöcken gebildet werden, aber auch im Gewebe gebildet werden. Östrogen, vor allen Dingen dominant in der ersten Zyklushälfte, das den Nestbau fördert, das die Libido steigert, dass das Knochenwachstum fördert, das also, dass wir auch für die Knochengesundheit brauchen. Das wirkt stimmungsaufhellend, das macht die Haut elastisch, das Bindegewebe elastisch. Also das Östrogen ist das, was uns so von innen leuchten lässt. Und Progesteron ist eben das Hauptgelbkörperhormon in der zweiten Zyklushälfte, was jetzt für die Einnistung zuständig ist. Das wirkt beruhigend, das macht uns eher so ein bisschen träger als das Östrogen. Das heißt, in der zweiten Zyklushälfte müssen wir uns ein bisschen mehr anstrengen als Frau, dass wir uns aufraffen, weil einfach die Motivation kleiner ist als in der ersten Zyklushälfte. Das ist ganz normal. Wichtig zu wissen ist auch eben, dass Progesteron in einer ganz engen Interaktion steht mit den Hormonen der Schilddrüse. Also wenn wir Patientinnen haben, die schon wissen, dass sie eine Schilddrüsenunterfunktion haben, dann haben wir fast zu 80% auch immer irgendwie einen leichten Progesteronmangel dabei, zumindest mal relativ gesehen zum Östrogen. Das heißt, wichtig ist, dass diese beiden Hormone in einem bestimmten Verhältnis auch zueinander stehen. Und wenn das nicht so ist, dann passieren eben Symptome wie besonders Brustspannen, ist also hier ein Symptom für einen relativen Gelbkörpermangel, aber auch Wassereinlagerungen, Heißhungerattacken, Stimmungsschwankungen, all das, was eigentlich dann
PMS auslöst, hat was damit zu tun, dass das Verhältnis zwischen Progesteron und Östrogen nicht stimmt. Ganz wichtig zu wissen noch, wenn wir uns mit dem Thema Hormone beschäftigen, ist auch, dass der Körper die Steroidhormone, also diese Fortpflanzungshormone, laufend ineinander umwandelt, so wie er sie gerade braucht. Das ist deshalb wichtig, weil uns das klar macht, warum manchmal Hormontherapie einfach nur mit hormonellen Substanzen nicht funktionieren kann, weil wir gar nicht wissen, wenn wir jetzt ein Östrogen einnehmen oder schmieren, man kann es auch als Cremes verabreichen, ob das dann auch als Östrogen verwendet wird oder ob der Körper nicht lieber was anderes draus bastelt, weil er entweder woanders ein Defizit hat oder weil er einfach den sogenannten ausgelatschten Syntheseweg nachläuft. Die Ausgangssubstanz für alle Hormone ist das Cholesterin, was hier ganz oben links rot umrandet ist. Das wird in mehrere Stufen dann umgewandelt. Einmal geht es in die Richtung DHEA, was ein Nebennierenhormon ist, was mit der Stressachse zu tun hat oder mit dem Stressumgangsfähigkeit zu tun hat. Oder es geht eben ins Progesteron, was sozusagen so ein bisschen so ein Schlüsselhormon ist, weil der Körper das Progesteron umwandeln kann in alle möglichen Richtungen. Wir haben also einmal den Weg, den er gehen kann in Richtung Cortisol. Das ist hier so unten auch wieder rot in der zweiten Reihe von links. Das ist das Nebennierenhormon, was eben uns den Dauerstress sozusagen anzeigt oder was wir auch brauchen tagsüber, um wach zu sein. Das ist also eigentlich was mit auch der Energie, der Tagesenergie zu tun hat. Wir können das vereinfacht darstellen und sagen, das ist das Thema Überleben, das der Körper hier sichert bei den Stresshormonen. Und er kann aber das Progesteron eben auch weiter verstoffwechseln in Richtung Östrogen und Östriol. Das sind dann die Hormone, die wir brauchen für die Fortpflanzung, für die Fruchtbarkeit. Also Östradiol ist das Hormon, was uns fruchtbar macht, was den Eisprung auslöst, was das Endometrium aufbaut. Und Östriol ist das Hormon, was Haut und Schleimhaut versorgt, was also relativ wenig Östrogenwirksamkeit hat. Dazwischen steht noch das Testosteron, also auch das ist bei der Frau vorhanden und notwendig, ist oftmals ein Weg, auch wenn jetzt lange Stresszeiten bestehen, erhöht der Körper gerne mal ein bisschen das Testosteron, weil es einfach leistungsfähiger macht und weil es ihm hilft, durchhalten. Man muss sich das alles gar nicht so genau merken, man muss sich einfach nur klar machen, das wäre jetzt auch zu aufwendig, das glaube ich in der kurzen Zeit detailliert zu erklären und zu erfassen, aber man muss sich klar machen, dass die Hormone ständig ineinander umgewandelt werden können, dass der Körper so reagiert, wie er es braucht oder auch so, wie er es gewohnt ist. Ja, manchmal klappt das mit dem Brauchen nicht mehr so gut, weil er es irgendwie anders gewöhnt ist. Und wir müssen einfach uns klar machen, dass wir hier in einen super gut funktionierendes System eigentlich von vielen kleinen Zahnrädchen eingreifen. Das heißt, wir müssen manchmal an mehreren Stellschrauben drehen, damit wirklich das dabei rauskommt, was wir gerne haben wollen. Und deswegen ist es auch eigentlich so ein bisschen schade, wenn man gynäkologisch immer nur jetzt mit entweder Östrogenen oder Progesteron arbeitet, weil das halt einfach nur ein kleiner, winziger Funken der Wahrheit dessen ist, was im Körper so passiert. Leichter tun wir uns, wenn wir eben mit pflanzlichen Substanzen versuchen, den Hormonhaushalt zu regulieren und zu unterstützen, weil wir damit immer eher harmonisierend eingreifen, als dass wir ein bestimmtes Hormon irgendwie in einer bestimmten Art und Weise erhöhen, erniedrigen oder in viel zu großen Mengen auch vielleicht zur Verfügung stellen, die dann wieder in ganz andere Richtung gehen. Die Pflanze wirkt ja eben nicht ausschließlich jetzt über den Hormonhaushalt, sondern wirkt in der Regel auf ganz vielen Ebenen und vor allen Dingen eben auch auf diese geistig-seelischen Ebene mit, die dann wieder einen Einfluss darauf hat, dass wir so ein bisschen aus der Stresssituation rauskommen, dass wir da besser unterstützt sind und dass der Körper dann eher mit dem arbeiten kann, was er braucht. Eine Pflanze, die ich gleich an die erste Stelle stellen möchte, weil sie einfach ein super Frauenmittel für ein gesamtes Frauenleben ist, ist der Frauenmantel, die Alchemilla. Die Alchemilla können wir fast immer gebrauchen.
fast, eigentlich muss ich das fast streichen. Eigentlich können wir die Alchemilla immer gebrauchen. Ob das jetzt junge Mädchen sind, die gerade anfangen zu menstruieren und vielleicht besonders starke Bauchkrämpfe dabei haben oder der Zyklus unregelmäßig ist oder die sich einfach da noch so ein bisschen unwohl fühlen. Der Frauenmantel reguliert sowohl die Mens als auch den Zyklus. Es ist eine Gerbstoffpflanze, das heißt, wenn die Mens zu stark ist, dann wird die Mens ein bisschen gebremst. Es ist aber auch eine Pflanze, die ganz mild hormonregulierend wirkt. Das heißt, wenn die Mens noch zu schwach ist, kann es auch sein, dass sie davon ein bisschen angeregt wird. Der Frauenmantel fördert die Empfängnisbereitschaft und steigert damit die Fruchtbarkeit. Ist also eine ganz wichtige Pflanze, die ich oft im Einsatz habe bei Frauen mit Kinderwunsch. Das ist immer so das allererste eigentlich, wenn einem sonst gar nichts einfällt und man sonst gar nichts weiß, macht man mit der Alchemilla auf jeden Fall schon mal garantiert nichts falsch. Was der Frauenmantel hervorragend kann, ist so PMS-Beschwerden zu reduzieren, insbesondere bei Gelbkörpermangel, weil tatsächlich der Frauenmantel leicht progesteronregulierend wirkt. Also wir haben hier kein Progesteron in der Pflanze vorliegen, aber wir haben eben eine progesteronregulierende Wirkung. Die Gynäkologen, wenn die Frauen sagen, ich hätte gerne was fürs PMS, was pflanzlich ist, dann ist das Einzige, was den Gynäkologen oftmals einfällt, der Mönchspfeffer, weil man beim Mönchspfeffer eben in vielen Studien schon festgestellt hat, dass der progesteronregulierend wirkt. Und das ist richtig, wenn es einen Progesteronmangel gibt, kann der Mönchspfeffer hilfreich sein. Es ist jedoch so, dass der Mönchspfeffer quasi drei Dinge tut. Er senkt Prolaktin, was auch oftmals ein Grund ist, warum Hormone entgleisen. Er erhöht Progesteron und er dämpft den Trieb. Und das ist der Grund, warum ich tatsächlich viel lieber auf den Frauenmantel zurückgreife, um PMS-Beschwerden zu lindern, weil ich nur sehr, sehr selten Frauen in meiner Praxis habe, bei denen die Libido zu stark ist. Eher ist es so, dass die Frauen kommen und sagen, sie hätten ganz gerne was, was die Libido ein bisschen anregt, weil das halt was ist, was im Stress und im Alltag immer gerne mal hinten runterfällt, wenn man als Hausfrau und Mama und doppelt berufstätige Person ständig irgendwie unter Druck steht, dann ist oftmals einfach dann der Gedanke an Zärtlichkeiten irgendwie nicht mehr vorhanden und abends ist man dann müde und dann ist die Libido im Keller. Und da ist jetzt der Mönchspfeffer, der eben gerne auch mal Kinderwunschpatientinnen gegeben wird, nicht unbedingt die perfekte Pflanze, weil gerade beim Kinderwunsch wäre es besser, wenn die Libido ein bisschen stärker wäre. Deswegen gebe ich da lieber den Frauenmantel, weil der die Empfänglichkeit fördert und die Hingabe fördert. Das heißt, der dämpft jetzt nicht den Trieb, sondern der macht eigentlich so ein bisschen so ein ganz bewusstes Ja zum Frausein, was sich dann normalerweise auch positiv auswirkt auf die Sexualität. Auch im Wechsel ist der Frauenmantel eine tolle Pflanze, weil er die Hormone eben reguliert und weil er, wenn man sich die Signatur anschaut, wenn wir uns das Blatt nochmal ganz kurz anschauen, ich gehe nochmal zurück, dann ist das wie so ein, darum heißt der Frauenmantel, weil das aussieht wie so ein Schutzmantel, die man früher getragen hat. Und genau das macht er mit der Frau auch, dass er so ein bisschen so einen Schutzmantel über die Frau legt, sodass die Dinge von außen einfach nicht mehr so nah an einen rankommen. Er macht damit den Stressdämon ein kleines bisschen kleiner, obwohl er jetzt eigentlich nicht selber direkt als Stressadaptogen gilt. Aber er macht uns einfach so ein bisschen mehr fokussiert auf uns selbst, auf unser Frausein und tonisiert uns damit oder beruhigt uns damit so ein bisschen, nimmt uns so ein bisschen den Stress raus. Er wird in der Geburtsvorbereitung empfohlen. Zuletzt war es, glaube ich, der Kräuterpfarrer Künzle, der da auch ganz viel drüber geschrieben hat, dass Frauen spätestens ab einen Monat vor der Geburt beginnen sollten, Frauenmanteltinktur einzunehmen, um die Geburt zu erleichtern, weil er eben den Tonus der Gebärmutter auch harmonisiert. Bei mir ist es so, dass diejenigen, die mit dem Frauenmantel schwanger geworden sind, die nehmen den Frauenmantel sowieso eigentlich mindestens die ersten 3 Monate der Schwangerschaft durch, weil er eben ein bisschen progesteronregulierend wirkt und damit auch den Fruchterhalt fördert. Also das heißt, auch wenn Fehlgeburtsneigung besteht, und nachdem man ihn dann eigentlich 3 Monate vor der Geburt auch schon wieder anfangen soll, nehmen die meisten Frauen die Schwangerschaft über durch. Man muss sich da auch keine Sorgen machen, wenn es jetzt um den Alkohol geht. Das Kind ist genauso betrunken wie die Mama selbst. Das heißt, wenn man jetzt von 10 Tröpfchen nicht betrunken ist, ist es das Kind auch nicht. Und recht viel mehr braucht es eigentlich auch nicht in der Schwangerschaft pro Gabe, weil Schwangere sehr, sehr sensitiv reagieren und sowieso viel kleinere Dosierungen brauchen als Nicht-Schwangere. Also ist das durchaus was man eben die ganze Schwangerschaft über begleitend geben kann.
was gut vertragen wird, was die Frauen auch sehr, sehr schätzen, was Ängste nimmt, was entspannt, was eben den Schwangerschaftserhalt fördert und so weiter. Nochmal zusammengefasst, auf seelisch-geistiger Ebene ist der Frauenmantel eben so ein richtiger Schutzmantel und er fördert ganz klar das Ja-Sagen zum Frausein, das Ja zum Frausein, das Ja zur Weiblichkeit. Das wird vom Frauenmantel auf jeden Fall unterstützt und damit stärkt der Frauen von der Pubertät bis zum Wechsel. Eine zweite ganz besonders wichtige Pflanze in der Frauenheilkunde ist der Beifuß. Wir hatten ihn vor 2 Wochen schon auch bei den Stressadaptogenen, da gehört er nämlich auch dazu. Jetzt schauen wir uns seine weiblichen Attribute noch ein bisschen genauer an. Walafrid Strabo, ein Mönch aus dem 6. Jahrhundert, der eben eines der ersten Kräuterbücher geschrieben hat, die uns zur Verfügung stehen, nannte den Beifuß die Mutter aller Kräuter. Der Beifuß reguliert eigentlich das gesamte Hormongefüge bei der Frau. Er regt alle Hormondrüsen an und er aktiviert eben auch über die Hypophyse die Hormonbildung in allen Drüsen. Das heißt, egal ob es jetzt darum geht, die Eierstöcke so ein bisschen anzukurbeln, ob es darum geht, die Nebenniere zu regulieren im Stress, ob es darum geht, so ein bisschen den Nestaufbau zu fördern, all das tut der Beifuß direkt über die Hypophyse, ist eines der Kräuter, die wir auch verwenden, wenn wir den Eisprung auslösen wollen. Also wenn wir sagen, es gibt jetzt bestimmte Dinge, die wir in der ersten Zyklushälfte nehmen, um die Fruchtbarkeit hier zu steigern, da gehört Beifuß ganz klar dazu. Er regt die Durchblutung an, insgesamt, aber insbesondere auch der Eierstöcke. Auch wenn jetzt die Mens ausgeblieben ist und eben sicher keine Schwangerschaft besteht, sondern es jetzt zum Beispiel eben Status nach Pille ist, wo wir einfach das Gefühl haben, der ganze Unterleib muss erstmal wieder in Fahrt kommen, damit das alles irgendwie seinen Rhythmus wiederfindet. Oder auch in der Übergangsphase im Wechsel, wenn die Zyklen länger werden und Frauen sich dann oft so ein bisschen gestaut fühlen, weil die Mens jetzt irgendwie schon 3 Wochen überfällig ist und nicht kommen will, dann kann man mit dem Beifuß die Mens anregen, die ausgeblieben ist und die Blutung wieder so ein bisschen in Schwung bringen. Er tonisiert die Gebärmutter und auch den Beckenboden. Das heißt, auch Frauen mit Reizblase oder mit Blasenschwäche aufgrund von schwachem Beckenboden profitieren durchaus davon, den Beifuß einzunehmen. Er ist ein super Lebermittel. Wir wissen alle aus der Küche, dass Beifuß fettreiche Speisen besser verträglich macht. Also auch die Verdauungsorgane haben ganz viel mit dem Beifuß zu tun. Und er hilft uns auch, Umweltgifte und Schwermetalle auszuleiten. Der Beifuß kann auch im Wechsel eine tolle Pflanze sein, eben wie ich gerade gesagt habe, wenn es darum geht, über die Mens wieder auszuleiten, wenn die zu früh ausgeblieben ist, wenn Frauen sich damit noch nicht so richtig wohlfühlen. Man muss allerdings wissen, dass der Beifuß auch über den Schweiß ausleitet. Das heißt, Frauen, die jetzt schon mit Hitzewallungen zu kämpfen haben, mit denen muss man das vereinbaren. Es kann sinnvoll sein, den Körper dazu zu bringen, tatsächlich vermehrt zu schwitzen und über den Schweiß auszuleiten als Kur über 6 Wochen mit dem Plan, dass danach eben die Hitzewallungen möglicherweise aufhören, weil die Hitzewallungen eben vielleicht ein Zeichen dafür sein können, dass der Körper versucht, Dinge loszuwerden. Wenn aber jetzt die Hitzewallungen dauerhaft bestehen und man sagt, das ist eigentlich jetzt das schlimmste Symptom und ich kann gerade damit überhaupt nicht umgehen, dann ist der Beifuß das falsche Mittel. Ja, dann muss ich für den Wechsel einfach eine andere Pflanze wählen, eher eine, die dann vielleicht den Schweiß reguliert und eher ein bisschen zügelt und nicht wie der Beifuß anregt. Auf seelisch-geistiger Ebene ist der Beifuß eine Pflanze, die Selbstbewusstsein bringt und Dinge anregt, Dinge umzusetzen, die einem selber gut tun. Also der hat jetzt gar nicht so was Liebevolles, Umarmendes und Umsorgendes wie der Frauenmantel, sondern das ist eher so eine Pflanze, die einem so am Schlawittel packt und sagt, du weißt doch, was gut für dich ist, nun setz es auch bitte endlich um. Was durchaus eben bei so Östrogenmangelkandidatinnen im Wechsel, die also jetzt eher mit nachlassendem Tonus und Müdigkeit und schwacher Libido und Unlust und Antriebslosigkeit zu tun haben, eben ein guter Faktor sein kann. Auch einer, der stark erwärmt, ist der Rosmarin, eines der Hochzeitskräuter. Das hatte so eigentlich eine lange Tradition, dass man zur Hochzeit Rosmarinzweige verschenkt oder
Rosmarinstöcke aufstellt oder mit Rosmarin dekoriert, dass man auch das Ehebett mit Rosmarin dekoriert. Das sind alles schon Hinweise darauf, dass der Rosmarin eine Pflanze ist, der jetzt eben die Fruchtbarkeit zum Beispiel wieder steigert. Das tut er auch. Er durchblutet das gesamte Becken. Er durchblutet eigentlich den ganzen Menschen, muss man sagen. Er wirkt auf beide Geschlechter ganz mild aphrodisierend. Das heißt, gerade Kinderwunschpaare tun gut daran, öfter mal mit Rosmarin auch zu würzen in der Küche. Wenn man jetzt bei den Frauen so ein bisschen eben den Nestaufbau fördern möchte und den Tonus der Gebärmutter in der ersten Zyklushälfte, dann würde man da jetzt eben alternativ zum Beifuß den Rosmarin geben. Der Rosmarin ist eine tolle Pflanze, gerade bei jungen Patientinnen, wo die Menz erst noch so ein bisschen in Schwung kommen muss, die so ein bisschen anämisch sind, also ein bisschen blutarm sind, die oftmals Kopfschmerzen haben und so ein bisschen so in der Pubertät so diese klassische Null-Bock-Phase haben und auf gar nichts mehr Lust haben, wo man so ein bisschen die Begeisterung fürs Leben anregen möchte. Da ist der Rosmarin auch eine ganz eine tolle Pflanze. Aber eben auch, wenn ich jetzt das Nest aufbauen will bei einer erwachsenen Frau, die jetzt mit Kinderwunsch in die Praxis kommt. Rosmarin ist auch eine super Pflanze im Stress, weil er die Konzentration fördert und die Nerven stärkt und Erschöpfungszuständen entgegenwirkt. Also auch hier haben wir wieder eine Pflanze, ähnlich wie beim Beifuß, der auch dann, wenn die Hormone aufgrund von Stress durcheinander geraten sind, unterstützend sein kann. Er entfacht das Lebensfeuer neu und bringt Begeisterung. Das ist das, was er auf geistig-seelischer Ebene tut. Also wenn man das Gefühl hat, dass Menschen so die Begeisterung fürs Leben verloren haben, Null-Bock-Phase, ausgebrannt sind, irgendwie kalt geworden sind, sowohl psychisch als auch tatsächlich körperlich starkes Kälteempfinden mitbringen, dann ist der Rosmarin eben ein Mittel, das einen da so ein bisschen wieder aufpäppelt und wieder Feuer reinbringt. Das waren jetzt, also die Alchemiller, die nehmen wir die ganze Zeit. Und Beifuß und Rosmarin waren jetzt zwei Pflanzen, die jetzt im Zweifelsfalle, wenn man rhythmisch arbeiten möchte, eher in der ersten Zyklushälfte angebracht sind. Die nächsten beiden, die sind vor allen Dingen für die zweite Zyklushälfte. Eines davon ist die Walnuss, eine der Bäume, die man auch als Lebensbaum bezeichnet bei uns. Bei der Walnuss ist spannend, dass man erst vor kurzem eigentlich, also was heißt vor kurzem, es war glaube ich 2010, als diese Studie gemacht wurde, aber in der Medizin ist das eine ganz kurze Zeit, 10 Jahre, Progesteron, ähnliche Substanzen in der Walnuss beziehungsweise in den Blättern auch gefunden hat. Das ist deshalb spektakulär, weil es das bisher nicht gab. Es gibt einige Pflanzen, da hören wir auch gleich noch eine, die Progesteron-Vorstufen enthalten, aber tatsächlich echte Progesteron-ähnliche Substanzen wurden bisher so noch nicht gefunden. Die erste, bei der das gefunden wurde, ist die Walnuss. Jetzt ist man sich nur noch nicht ganz einig geworden in den letzten 10 Jahren, ob uns das was nützt und ob wir es helfen, ob wir das verwerten können. Die Praxis sagt ja, Walnuss ist also so eine Pflanze, die ich gerne in der zweiten Zyklushälfte gebe bei so Progesteron-Mangelkandidaten. Vor allen Dingen bei denen, die viel schwitzen, vor allen Dingen bei denen, die eine starke Blutung haben. Die Walnuss ist ein ganz starker Gelbkörperlieferant und stoppt damit Flüssigkeitsverlust. Flüssigkeitsverlust ist aus medizinischer Sicht alles, wo eben zu viel Flüssigkeit weggeht. Das heißt zu starkes Schwitzen, eine starke Blutung oder aber auch Durchfälle. Auch da könnte man durchaus mit der Walnuss unterstützen. Auch in der Stillzeit oder zum Ende der Stillzeit hin kann das hilfreich sein, weil eben auch zum Beispiel der Milchfluss davon ein bisschen gebremst wird. Das heißt, wir können hiermit auch das Abstillen ein bisschen unterstützen. Die Gerbstoffe sind auch sehr hilfreich, wenn es um Hautthematiken geht. Insbesondere bei Pilzerkrankungen oder mikrobiellen Entzündungen oder Akne zum Beispiel wirken diese Gerbstoffe beruhigend und sind pilzfeindlich, sind bakterienfeindlich, sowohl äußerlich angewendet als auch innerlich angewendet. Und sie fördern auch den Wundschluss. Das heißt, man kann sowohl systemisch, also von innen eingenommen, Einfluss nehmen auf die Wundheilung, als auch indem man Wunden oder Akne verrunkelt, zum Beispiel äußerlich mit Walnusstinktur betupft.
Pilzfeindlich ist auch gut zu wissen bei Darmpilzbefall. Also das heißt auch Kandidaten, die immer mit der Verdauung Probleme haben, weil es da Kandidosen gibt zum Beispiel, tun gut daran, eben mit Walnusstinktur hier so ein bisschen zu putzen. Aber auch im Intimbereich, also Frauen, die immer mit Vaginalpilzen zu tun haben oder Status nach Antibiotikagabe, wenn sich da Vaginalpilze entwickeln, kann man durchaus mit Walnusstinktur, die man zum Beispiel ganz stark verdünnt mit Joghurt, kann man hier so ein bisschen Vaginalpflege betreiben und versuchen, Pilzerkrankungen zu lindern. Walnuss ist stark lymphentlastend, pflegt die Haut und ist vor allen Dingen hormonell sehr stark ausgleichend. Also ich würde es gar nicht nur unbedingt als Progesteronmangelpflanze sehen, sondern insgesamt wieder wie alle Pflanzen eigentlich hormonell regulierend und ausgleichend. Ganz klassisch, sehr bekannt auch mittlerweile in der Frauenheilkunde, dank der Heide Fischer, die da viel veröffentlicht hat, ist die Jamswurzel. Die Jamswurzel enthält nun tatsächlich Diosgenin. Das ist eine Vorstufe, aus der Progesteron hergestellt werden kann. Nicht nur Progesteron, sondern auch andere Hormone können aus diesem Diosgenin gebildet werden. Weshalb die Jamswurzel eine der Kardinalpflanzen eigentlich ist, eben auch bei Frauen mit PMS-Problemen, auch bei Frauen mit Fehlgeburtsneigung, auch das wäre ja, Fehlgeburtsneigung hat oftmals was auch mit Gelbkörpermangel zu tun, kann die Jamswurzel sehr, sehr hilfreich sein. Sie wirkt progesteronähnlich und sie steigert auch gleichzeitig den DHEA-Spiegel. Das heißt, das Gegenspielerhormon vom Cortisol, was uns also so ein bisschen hilft, im Stress besser klarzukommen, den Stress besser auszuhalten, das ist DHEA. Und das wird von der Jamswurzel in der Produktion angeregt. DHEA ist überhaupt so ein bisschen ein Verjüngungshormon, weil es die Leistung auch verbessert, weil es auch so ein bisschen die Haut schöner macht, weil der Körper es umwandeln kann in alles andere, was er braucht. Deswegen hat es lange Phasen gegeben, in denen DHEA so ein bisschen als Wundermittel, als Verjüngungshormon selbst in den Frauenzeitschriften angepriesen worden ist. Man muss mit DHEA als Hormon insoweit ein bisschen vorsichtig sein, dass DHEA eben auch umgewandelt werden kann in Androgene, also Testosteron und so weiter. Das heißt, wenn Frauen jetzt zu viel DHEA zuführen, dann wird zwar vielleicht die Haut ein bisschen straffer und das Gewebe, aber es wächst auch irgendwann der Bart und die Kopfhaare gehen dafür aus. Das wollen wir ja auch nicht. Deswegen lieber über den pflanzlichen Weg, der regulativ wirkt und eben vermeidet, dass es hier einen Überschuss gibt. Deswegen kann man sie eben sehr gut auch im Wechsel einsetzen, die Jamswurz, zum Beispiel als Schaukeltherapie. Das heißt, wir ahmen hier mit dem Zyklus nach und es gibt entweder, wenn Frauen sich gern an Zahlen halten, vom 1. bis zum 15. Tag des Monats Pause und dann ab dem 15. bis zum 30. Tag des Monats die Jams. Oder was ich sehr gerne mache, wir Frauen sind nun mal mondhafte Wesen. Unser Zyklus ist klassischerweise ungefähr 28 Tage lang, also so lang, wie der Mond für einen Zyklus braucht. Und dann gibt es eben immer bei abnehmendem Mond die Jamswurzel als progesteronregulierende Pflanze. Und dann zum zunehmenden Mond gibt es entweder 2 Wochen Pause oder eine andere Pflanze, auf die wir jetzt gleich noch kommen. Dass es eben Fehlgeburten verhindert, habe ich schon erwähnt. Es wird auch eingesetzt traditionell, wenn vorzeitige Wehen auftauchen, aber eben dann auch zur Geburtserleichterung. Das heißt, auch hier sehen wir, dass es regulativ wirkt, weil es eben sowohl die überschießenden Wehen beruhigen kann, als auch dann die Geburt entsprechend unterstützen und da die Wehen effizienter machen kann. Aufgrund dieser Hormonwirkung, die es in sich trägt, ist es auf jeden Fall eine der Pflanzen, die die Knochengesundheit fördert und somit vor Osteoporose schützt. Das heißt, wenn man jetzt eben sagt, eigentlich habe ich gar keine Lust auf Hormonersatztherapie, ich möchte aber ganz gern was tun für die Knochengesundheit, dann kann eben so eine Schaukeltherapie im Wechsel genau das Richtige sein. Ja, es wirkt hormonell ausgleichend und sie wirkt auch entkrampfend, was auch nochmal ein Hinweis darauf ist, dass wenn jetzt Frauen starke Menstruationskrämpfe haben, kann die Einnahme von Jams in der zweiten Zyklushälfte auch hilfreich sein, diese Menstruationskrämpfe ein bisschen zu lindern.
Jams in der zweiten Zyklushälfte beziehungsweise beim abnehmenden Mond im Wechsel. Was machen wir dann in der ersten Zyklushälfte oder eben beim zunehmenden Mond? Da ist zum Beispiel eine Möglichkeit, mit dem Hopfen zu arbeiten. Hopfen gilt als pflanzlicher Aromataseförderer. Das heißt, es ist eine Pflanze, die östrogenisierend wirkt. Was natürlich beim Kinderwunsch auch wieder interessant sein kann, wenn wir jetzt hier sagen, wir haben ein bisschen zu schwach aufgebautes Endometrium, das Nest will nicht so richtig aufgebaut sein, können wir Hopfen in der ersten Zyklushälfte verabreichen, um hier den Aufbau und auch den Eisprung zu unterstützen, die Fruchtbarkeit zu stärken. Aber es ist auch klassischerweise eine Pflanze, die wir eben in den Wechseljahren einsetzen, weil der Hopfen eine ganz wunderbare Wirkung hat, wenn eben so Schlafstörungen im Vordergrund stehen. Der Hopfen hilft vor allen Dingen dann, wenn sich der Rhythmus umgedreht hat, wenn also die Frauen tagsüber völlig müde sind und nachts aber nicht in den Schlaf finden. Da ist Hopfen einfach das, was so ein bisschen die Leichtigkeit wiederbringt, um wieder in den Schlaf gehen zu können. Und er wirkt mild östrogenisierend, was eben auch hilfreich ist, wenn trockene Schleimhäute im Vordergrund stehen. Vor allen Dingen vaginale Trockenheit, wenn also zu wenig Estriol, das ist dieses letzte Hormon in der Kette sozusagen, das die Schleimhäute versorgt, wenn das langsam zur Neige geht oder zu wenig vorhanden ist, da hilft der Hopfen ganz wunderbar, weil er eben hilft, dass wieder so ein kleines bisschen mehr Östrogen zur Verfügung steht, was dann weiter verstoffwechselt werden kann ins Estriol. Auch bei Frauen, die dann aufgrund der trockenen Schleimhäute Verstopfung entwickeln, ist der Hopfen sozusagen doppelt interessant, weil er eben über diesen Hormonweg die Schleimhäute befeuchtet und als Bittermittel natürlich sowieso anregend wirkt auf die Verdauung und die Leber entlastet und den Gallehaushalt so ein bisschen ergänzt. Er wirkt als Cannabisgewächs ganz stark krampflösend und ganz stark mildert der innere Unruhe. Also es ist ein echtes Beruhigungsmittel eigentlich aus der pflanzlichen, aus der Pflanzenwelt. Es gibt auch Rezepte, wonach man mit dem Hopfen jetzt das Brustwachstum anregen kann. Also bevor man sich irgendwelche Silikonimplantate einsetzt, kann man einfach mal einen Versuch machen, dass man Hopfen einnimmt und darüber den Östrogenhaushalt so ein bisschen anfacht und das Brustwachstum damit anregt. Es gibt auch Rezepte in der Volksmedizin, wie man mit Ölen, also mit Hopfenölen die Brüste einreibt, um das Wachstum anzuregen. Da habe ich jetzt in der Praxis ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel Erfahrung damit. Womit ich aber durchaus viel Erfahrung habe, ist das Thema hormonbedingter Haarausfall. Also gerade die Frauen, die im Wechsel kommen und sagen, die Haare werden immer lichter, jetzt wo die hormonelle Spannkraft sozusagen nachlässt. Und das ist was, wo Frauen sehr, sehr drunter leiden, wenn die Haare dünner werden und weniger werden. Da ist der Hopfen wirklich eine ganz tolle Pflanze, der hilft, dass das Haar wieder ein bisschen voller wird, dass das Haarwachstum wieder angeregt wird, beziehungsweise dass dieser Haarausfall gestopft wird. Interessant zu wissen ist auch, dass er auf die Frau wirkt, der Trieb fördernd, eben weil er, also Libido steigernd, weil er eben östrogenartig wirkt. Das weiß man auch zum Beispiel von den Hopfenpflückerinnen auf dem Feld, dass die dann eher lustig waren und die sind dann eher feiern gegangen nach der Hopfenernte. Bei den Männern wirkt der Hopfen eher triebdämpfend. Also Bier ist eigentlich ein totales Frauengetränk. Es tut mir ganz leid, die Männer wollen das immer nicht wirklich hören. Hopfen wirkt eben triebdämpfend auf den Mann und wirkt östrogenisierend. Das ist auch der Grund, warum Männer, die viel Bier trinken, schließlich irgendwann Brustwachstum entwickeln, weil eben der Hopfen, der enthalten ist, das Östrogen oder die Umwandlung von Testosteron in Östrogen fördert und damit auch bei den Männern Brüste wachsen. Es kann hilfreich sein, wenn Männer Probleme haben mit vorzeitigem Samenerguss. Da ist Hopfen wieder eine Pflanze, die so ein bisschen hilft und hier so ein bisschen das Liebesspiel hinauszögern kann. Hopfen bringt auf jeden Fall Fröhlichkeit und Leichtigkeit. Das ist das, was man seiner Dolde ja auch schon ansieht. Ich finde, wenn man den schon riecht, macht er schon sowas Fröhliches mit einem. Also es ist ein ganz angenehmer Duft, finde ich. Und er macht uns geduldig, er fördert die Geduld und bringt innere Ruhe. Alternativ für die erste Zyklushälfte, die wir nachahmen wollen, kann man auch mit Rotklee arbeiten. Rotklee enthält ganz ähnliche Isoflavone, wie wir sie vom Soja zum Beispiel auch kennen. Und Rotklee ist halt bei uns eben heimisch.
Diese Isoflavone docken an den Östrogenrezeptoren an. Das sind also sogenannte Phytoserm. Serm steht für selektive Östrogenrezeptormodulatoren. Selektiv heißt, dass die eben nicht einfach blind den Östrogenspiegel anheben, sondern dass sie modulierend an diesen Rezeptor wirken. Das heißt, jemand, der einen Östrogenmangel hat, wird in der Symptomatik gebessert, dadurch, dass der Rezeptor besetzt wird und dadurch sozusagen Nahrung bekommt. Und jemand, der einen Östrogenüberschuss hat, profitiert auch, weil der Rezeptor schon besetzt ist und das Originalhormon dann nicht mehr andocken kann und folglich in der Zelle die überschießende Hormonreaktion nicht mehr ausgelöst werden kann. Das heißt also, diese sogenannten Phytoserm, zu denen auch der Rotklee gehört, die wirken regulierend auf den Östrogenhaushalt. Auch den Rotklee könnte man jetzt wieder zur Fruchtbarkeitssteigerung in der ersten Zyklushälfte einsetzen, wenn eben Patientinnen zu wenig Mens haben. Das sind oftmals, Rotklee-Patientinnen sind so Patienten, die so ganz dünn sind, eher ganz mager sind und sagen, sie kriegen nicht so richtig Gewicht zugenommen, egal was sie essen. Das sind oft auch Schilddrüsenüberfunktionspatientinnen. Wenn man denen so ein kleines bisschen mehr Fraulichkeit vermitteln möchte, dann ist Rotklee da die richtige Fruchtbarkeitspflanze für die erste Zyklushälfte. Und im Wechsel gleichen wir eben mit dem Rotklee Östrogenschwankungen aus. Das heißt, das wäre jetzt wieder so eine Pflanze, wenn man sagt, man möchte rhythmisch arbeiten, würde man in den 2 Wochen des zunehmenden Mondes Rotklee verabreichen und in 2 Wochen des abnehmenden Mondes zum Beispiel die Yams. Er lindert Hitzewallungen und insbesondere eben auch Nachtschweiß, also gerade die Kandidatinnen, die in der Nacht 2-mal aufstehen müssen und das Nachthemd wechseln müssen, die profitieren sehr von der Einnahme von Rotklee. Er ist super pflegend für Haut und Schleimhaut. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, die Haut verliert eben so ein bisschen an Spannkraft, sieht müde aus, kann man mit Rotklee ganz wunderbar so ein bisschen wieder befeuchten oder auch vaginale Trockenheit, trockene Augen, trockene Nase rund im Klimakterium lässt sich sehr, sehr gut behandeln, auch mit Rotklee. Und diese Phytoserm, diese Isoflavone, die da enthalten sind, sind eben auch wieder Substanzen, die auf die Knochengesundheit wirken, die wir also verwenden können, wenn wir sicherstellen wollen, dass unsere Knochen nicht so schnell abgebaut werden, dass es keine Osteoporose gibt. Rotklee gilt als krebsfeindlich und antientzündlich. Das heißt, auch bei Kandidatinnen, die jetzt sagen, meine Mutter hat Brustkrebs gehabt, meine Großmutter hat Brustkrebs gehabt, was kann ich denn tun, um mich zu schützen, kann man Rotklee prophylaktisch einsetzen, am besten schon 10 Jahre, bevor sie das Alter erreichen, in denen die Mutter oder die Großmutter an Krebs erkrankt sind. Er steigert ganz deutlich das weibliche Wohlbefinden, nicht nur in den Wechseljahren, eben bei allen, die so ein bisschen Östrogenmangelkandidatinnen sind. Auch eine ganz wichtige Pflanze, die eigentlich für viele, viele Frauenleiden hilfreich ist, ist der Salbei. Salvia heißt ja übersetzt die Retterin. Es gibt viele, viele verschiedene Salbeiarten. Eigentlich wirken alle Salbeiarten auf die Hormone. Salbei ist überhaupt so ein Tausendsasser. Ich glaube, es war auch Walfried Strabo, der gesagt hat, jemand, der Salbei im Garten hat, kann nicht ernsthaft krank sein, weil Salbei einfach so ein Kraut ist, was für alle möglichen Lebenslagen und alle möglichen Krankheiten, die man entwickeln kann, hilfreich sein kann. Ob das jetzt Husten ist, ob es Verdauungsschwäche ist, Verstopfung, Wunden, die nicht heilen wollen. Salbei ist einfach für alles Mögliche gut. Für die Frau haben wir wieder eine Pflanze, die aphrodisierend wirkt. Ist also auch wieder eine Pflanze, wirkt für beide Geschlechter aphrodisierend, ist auch wieder eine Pflanze, die wir gerne verwenden, um das Hochzeitsbett zu schmücken, die wir gerne verwenden, wenn wir Kinderwunschpaaren was Gutes kochen wollen, so ein bisschen zum Anregen, fördert eben auch die Fruchtbarkeit. Auch hier hätten wir wieder eine Pflanze, die eher aufbauend wirkt aufs Endometrium, das heißt wieder eine Kandidatin, die in die erste Zyklushälfte gehört. Salbei ist jetzt auch wieder eine der Pflanzen, die Flüssigkeitsverluste mildern. Das heißt, vor allen Dingen, wenn es ums Schwitzen geht, da kennen wir alle den Salbei, weil der Salbei eben die Schweißsekretion mildert
und auch die Geruchsbildung beim Schwitzen reduziert. Das heißt, es ist nicht nur so, dass es weniger wird, sondern es wird auch weniger unangenehm riechen, weil Salbei eben desodorierend wirkt. Wichtig zu wissen ist, dass wenn man jetzt heißen Salbeitee trinkt, dann regt das Schwitzen eher an. Das heißt, man müsste den Tee abkühlen lassen oder ich arbeite dann eben eigentlich lieber mit Tinkturen, wenn ich mit Frauen arbeite, die eben Hitzewallungen haben. Da haben wir eine ganz klare, deutliche Reduktion der Schweißsekretion. Wenn man jetzt äußerlich noch das Gefühl hat, man möchte was machen mit dem Salbei, dann würde man eben einen Tee kochen und den aber bitte abkühlen lassen auf Körpertemperatur, mit dem dann Waschungen von außen zusätzlich durchführen. Das ist sozusagen Deo-Ersatz, wenn man jetzt eben heute nicht unbedingt mehr mit irgendwelchen Aluminium-Deos oder sowas arbeiten möchte. Diese flüssigkeitsregulierende Wirkung hilft hier auch wieder und was in der Stillzeit, also das heißt nicht erst im Wechsel, sondern auch vorher kann uns das hilfreich sein, weil der Salbei auch zu den Pflanzen gehört, die beim Abstillen helfen können und die dann die Milchproduktion ein bisschen reduzieren. Salbei wirkt nicht nur östrogenartig und eben anregend auf die Frau, sondern er wirkt auch blutreinigend. Ich habe schon gesagt, er ist auch leberentlastend, ist ja auch wieder eine Bitterpflanze eigentlich. Salbei ist super antientzündlich und wundheilungsfördernd und er wirkt stark pilzfeindlich. Das heißt, auch hier haben wir wieder eine Pflanze, die wir verwenden können, wenn Hautpilze sind, von außen betupfen, die man verwenden kann, wenn Darmpilze im Vordergrund stehen, die man jetzt auch wieder verdünnt in Joghurt einarbeiten könnte und vaginal verwenden könnte, und um Vaginalpilze zu begleiten. Salbei ist eine Pflanze, die ganz, ganz stark das Yin unterstreicht, also die Weiblichkeit, die Empfänglichkeit, und zwar sowohl auf seelischer und körperlicher Ebene, wobei man jetzt auf seelischer Ebene sagen muss, er reguliert die Empfänglichkeit. Ja, also es gibt ja Frauen, die sich viel zu viel von außen beeindrucken lassen, dann müsste man sagen, denen darf man Salbei nicht geben, das stimmt aber nicht, weil er eben hilft, zu entscheiden, was macht denn jetzt Sinn, wirklich an mich ranzulassen und was lasse ich lieber an mir abprallen. Also da hilft der ganz regulativ, das heißt gerade auch so im Wechsel, wenn wir eben lernen sollten, eigentlich uns auf uns selber zu fokussieren, den Stress nicht mehr so an uns ranzulassen, dann ist Salbei eine ganz tolle unterstützende Pflanze, die uns da wieder ganz in unser Frausein bringt, in unser Frausein mit dem Fokus auf unsere weibliche Mitte. Ich fasse es nochmal kurz zusammen, wie wir unsere Frauenthemen angehen können. PMS und Menstruationskrämpfe kann man also ganz wunderbar lindern mit der Alchemilla zum Beispiel, mit der Yamswurzel, mit der Walnuss kann man sie unterstützen. Das sind alles Pflanzen, die ganz toll für die zweite Zyklushälfte wirken. Wir müssen auch hier die Patientinnen so ein bisschen an der Nase nehmen und sagen, pass auf, Gelbkörpermangel und Progesteronmangel wird ganz stark verstärkt durch Stress, was logisch ist, weil der Körper, wenn er Stress hat, das Progesteron umwandeln muss in Cortisol. Das heißt, er schiebt alles in die Stressachse, alles in die Überlebensachse und damit bleibt einfach zu wenig in der Progesteronphase übrig und damit haben wir dann einen relativen Progesteronmangel und dadurch entsteht PMS. Frauen mit Menstruationskrämpfen und auch mit PMS profitieren auch ganz wunderbar von der Melisse. Melisse ist ein tolles Kraut, was für Manager gut ist, die ständig Gastritis haben, weil es eben den Magen stärkt, weil es die Nerven stärkt. Melisse ist ein tolles Kraut für Patienten mit Herpes, weil es ganz stark antiviral wirkt, aber eben auch Frauen mit PMS und Menstruationskrämpfen profitieren von der Melisse, weil sie entkrampfend wirkt und zwar sowohl auf seelischer Ebene, das heißt so diese Reizbarkeit in der zweiten Zyklushälfte wird ein bisschen gemildert, als auch auf den Bauch, das heißt Menstruationskrämpfe kann man sehr schön beruhigen mit Melisse als Tinktur eingenommen oder auch als Melissenöl auf den Bauch aufgetragen, ganz akut, wenn Menstruationskrämpfe da sind. Auch ein ganz wichtiges Frauenkraut ist die Schafgarbe. Schafgarbe ist auch so ein Universalheilmittel, was man für alles Mögliche verwenden kann. Leber, Verdauung, Wundheilung, schützt vor Keimen und MRSA.
In der Frauenheilkunde brauchen wir sie ganz häufig, weil sie eben mild hormonregulierend wirkt, und zwar sowohl auf Östrogen als auch auf Progesteron. Und sie harmonisiert die Blutung. Ist also was, was einerseits eine zu starke Blutung eher so ein bisschen reduziert, was andererseits auch tonisierend wirken kann, wenn die Blutung eher zu schwach ist. Und sie wirkt auch entkrampfend auf den Bauch. Die ist ja die kleine Schwester sozusagen der Kamille, von der wir wissen, dass sie entkrampfend auf alle Hohlorgane wirkt. Das kann die Schafgarbe auch. Und die Schafgarbe hat einfach auch einen ganz starken Bezug zu Frauenthemen und zur Gebärmutter. Ein weiteres Kraut wäre noch das Gänsefingerkraut, das man oft als pflanzliches Kupfer bezeichnet. Kupfer ist das Metall der Venus, was eben entkrampft und durchwärmt. Gänsefingerkraut ist auch eines der Kräuter, die man jetzt zum Beispiel als Tee ganz wunderbar dazu trinken kann in der zweiten Zyklushälfte, weil es eben entkrampfend wirkt und damit Menstruationskrämpfen vorbeugt. Man kann natürlich auch orthomolekular noch einiges unterstützen. Man weiß vor allen Dingen von Magnesium und B6, also Vitamin B6, dass die oftmals im Mangel sind bei Frauen, die Menstruationskrämpfe haben. Das gilt ganz besonders für die Damen, die vorher die Pille genommen haben. Erstens mal ist da der Hormonhaushalt ein bisschen durcheinander und man muss sich erst so ein bisschen wieder ans Frausein gewöhnen, wenn man lange hormonell verhütet hat, was oftmals auch schon eine starke PMS-Symptomatik macht. Und zweitens ist die Pille ein ganz starker Vitamin B-Räuber. Das heißt, die haben eigentlich alle Vitamin B-Mangelzustände, und Vitamin B6 ist eben eine der Substanzen, die man im Zusammenhang mit PMS entdeckt hat. Ich empfehle B-Vitamine immer als Komplex einzunehmen, weil die als Coenzyme ganz stark miteinander interagieren. Das heißt, es macht für mich überhaupt keinen Sinn, ein einzelnes B-Vitamin einzunehmen. Drum, wenn man für PMS und Menstruationskrämpfe was tun will, dann in der zweiten Zyklushälfte Magnesium und B-Vitamine als Komplex, hilft man den Frauen oftmals auch schon. Und Omega-3-Fette sind eben auch ein Faktor, der damit reinspielt. Da hat es auch ganz viele Studien gegeben im Hinblick auf das Thema Brustgesundheit. Omega-3-Fette sind ganz wichtig, wenn es um Brustkrebsprophylaxe geht oder auch wenn bereits Brustkrebs besteht. Und im Zuge dieser Forschungen hat man auch festgestellt, dass Frauen, die Brustspannen haben, sehr profitieren, wenn man Omega-3-Fettsäuren ausgleicht, weil dann eben dieses PMS-bedingte Brustspannen sehr stark nachlässt und auch das Gewebe tatsächlich weicher wird. Einige Frauen haben tatsächlich ja wie so eine Art Zysten, die dann immer hart werden und Schmerzen in der zweiten Zyklushälfte. Und das kann man mit Omega-3-Fetten sehr schön reduzieren. Das Thema Fruchtbarkeit haben wir eben jetzt auch ganz viel gehört. Auch hier ist wieder die Alchimilla eine Pflanze, die ganz vorne dran steht. Und dann würde ich hier auch immer versuchen, irgendwie zyklisch zu arbeiten. In der ersten Zyklushälfte ist der Beifuß eine ganz wichtige Pflanze, die also Eisprung auslösend wirkt. Auch der Hopfen kann hilfreich sein oder der Rotklee, die jetzt östrogenisierend wirkt. Und in der zweiten Zyklushälfte arbeiten wir dann eben zum Beispiel mit der Jamswurz, um die Einnistung zu fördern, um den Gelbkörperhaushalt zu stabilisieren. Ganz wichtig ist natürlich, dass der Körper mit allem versorgt ist, was er braucht, und zwar nicht erst mit heute habe ich mir überlegt, dass ich morgen schwanger werden möchte, deswegen stelle ich jetzt die Ernährung um auf gesund, sondern in einer idealen Welt müssen wir die Ernährung nicht umstellen, weil wir uns immer schon gesund ernährt haben. In einer semi-idealen Welt ist es so, dass wenn wir die Fruchtbarkeitsplanung angehen, dass wir dann ein Jahr vorher schon anfangen, uns sozusagen darauf einzustellen, den Körper vorzubereiten und schauen, dass wir uns gesund ernähren mit mindestens fünf Portionen Gemüse und Obst am Tag und eine ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen sicherstellen. Genau, auch hier kann man tatsächlich über orthomolekulare Medizin die Fruchtbarkeit noch ganz stark steigern. Das blende ich jetzt einfach mal aus, weil sonst kommen wir völlig in den Wald heute. Pflanzlich ist noch eine Pflanze, die ich noch nicht erwähnt hatte, die ganz wichtig ist für die Fruchtbarkeitssteigerung. Damiana ist überhaupt ein ganz tolles Kraut, weil es auch ein Antidepressivum ist, weil es mild aphrodisierend auch wieder auf beide Geschlechter wirkt. Also ist durchaus eine Pflanze, die man so in dieser zweiten Zykluswoche, also vom 7. bis zum 14. Zyklustag, dann, wenn die Fruchtbarkeit am höchsten sein sollte, dann, wenn die Lust am größten sein sollte, da kann man eben Damiana unterstützend geben, um das Ganze so ein bisschen auch zu fördern. Moirapuama ist auch bekannt als das Potenzholz, und wir haben das immer sofort im Kopf, wenn wir an die Männer denken beim Kinderwunsch, die wir natürlich beim Kinderwunsch logischerweise mit einbeziehen müssen.
Es ist aber so, dass Moira Puama die Fruchtbarkeit bei beiden Geschlechtern tatsächlich steigert und auch auf die Sexualität bei beiden Geschlechtern positiv wirkt, weil nicht nur die männliche Potenz und das Spermiogramm verbessert wird, sondern auch die Orgasmusfähigkeit der Frau gefördert wird. Und wir wissen, wenn wir die Hormone wieder angucken, dass eine erfüllte Sexualität den Hormonhaushalt stark beeinflusst, dass ein Orgasmus durchaus auch Eisprung auslösend wirken kann. Das heißt, wir steigern damit auch wieder über den direkten Weg die Fruchtbarkeit der Frau. Die Angelika-Wurzel wäre noch so eine Pflanze, die auch Eisprung auslösend wirkt, die auch ein Mittel wäre, was wir einsetzen würden, zum Beispiel wenn Zysten im Vordergrund stehen, weil sie eben zystenregulativ wirkt, kann man die auch unterstützend einsetzen. Schmeckt jetzt als Tee nicht wahnsinnig lecker. Man kann aber zum Beispiel einen schönen Eisprungtee zusammenzaubern, wo sie mit drin ist. Das mache ich gerne aus einer Mischung aus Beifuß, Damiana, Angelika, Rosmarin und Eisenkraut, was über die Schilddrüse noch ein bisschen eisprungfördernd wirkt. Also wenn man so einen Tee zusätzlich noch begleitend geben wollte, könnte man es sozusagen hier einbetten. Ganz wichtig ist, dass ich meinen Patienten immer wieder sage, dass Schwangerwerden immer auch ein kleines Wunder ist, Kinder kriegen immer auch ein kleines Wunder ist, wo man sich einfach so ein bisschen auch dem Universum überantworten muss und vertrauen muss, dass es schon weiß, wann der Zeitpunkt richtig ist. Man tut gut daran, alles entsprechend vorzubereiten und auch sein Leben vorzubereiten, wenn man gleichzeitig 5 Jobs hat. Wie soll da eine Kinderseele wirklich Lust haben, sich zu inkarnieren? Wie soll da eine Kinderseele das Gefühl haben, bei der habe ich Platz und bin gut aufgehoben? Also man muss schon auch ein bisschen einladen, das Glück. Aber ich finde jetzt diesen Satz von Dr. Bart Maris zum Beispiel ganz wichtig. Kinder werden nicht gemacht, sondern in Liebe empfangen. Und da muss man einfach so ein bisschen auf die Kraft des Körpers vertrauen, den wir mit allen natürlichen Mitteln unterstützen. Aber es macht ganz wenig Sinn, hier Dinge zu erzwingen und Stress draus zu machen. Dann wird es nämlich immer schwieriger mit dem Schwangerwerden. Ja, und das Thema Wechseljahre ist eben auch ein Thema, wo wir schon einiges dazu gehört haben. Rotklee, Hopfen, auch der Beifuß kann hier hilfreich sein. Die Jamswurzel kann eine ganz wichtige Pflanze im Wechsel sein. Bei manchen ist und bleibt es dennoch auch der Frauenmantel, der auch im Wechsel noch hilfreich ist. Eine ganz, ganz tolle Pflanze aus dem Ayurveda, eigentlich auch für das gesamte Frauenleben. Ich habe sie jetzt mal hier zu den Wechseljahrspflanzen aufgelistet, aber das stimmt eigentlich nicht. Man muss sagen, die ist auch fruchtbarkeitssteigernd, ist das Shatavari, was insgesamt einfach das Wohlbefinden der Frau fördert und steigert, was insgesamt den Hormonhaushalt reguliert, die Fruchtbarkeit verbessert, den Eisprung fördert, die Einnistung verbessert. Auch bei Fehlgeburtsneigung oftmals gegeben wird in der ayurvedischen Medizin. Aber es ist eben auch eine Pflanze, die in den Wechseljahren hilft, den Hormonhaushalt, der eben hier so Achterbahn fährt, zu harmonisieren und diese Spitzen so ein kleines bisschen zu regulieren und rauszunehmen, sodass man sehr deutliche Verbesserung der Symptomatiken spürt unter der Einnahme von Shatavari. Schisandra ist auch so ein bisschen ein Exot, der jetzt nicht ausschließlich als Frauenkraut ausgeschrieben ist, aber Schisandra wirkt verjüngend und damit haben wir wieder so diese nachlassende Spannkraft, die oftmals im Wechsel auftritt, die hier reduziert wird. Und Schisandra ist eben auch so ein bisschen tonisierend aufs Bindegewebe und auch auf die schwache Blase. Das heißt, Frauen mit Reizblase und schwacher Blase oder Blasenschwäche oder auch Gebärmuttervorfällen insgesamt, wenn der Beckenboden im Tonus so ein bisschen nachlässt, da kann man versuchen, mit Schisandra unterstützend zu arbeiten. Eine der Kardinalpflanzen auch für den Wechsel wäre noch die Silberkerze, die viel untersucht worden ist, die eben auch wieder so Phytoserm enthält und regulierend auf den Hormonhaushalt wirkt, Hitzewallungen reduziert, Schlafstörungen reduziert, die man also wunderbar hier noch begleitend verwenden kann. Bei denjenigen, die eben eine Schilddrüsenüberfunktion entwickeln im Wechsel und deswegen anfangen zu schwitzen, kann auch der Wolfstrapp noch eine Pflanze sein, der eben Gelassenheit fördert und hier die Schilddrüse wieder ein kleines bisschen runterreguliert. Die schwarze Johannisbeere, Ribes nigrum, ist auch eine Pflanze, die so hormonelle Schieflagen meistern hilft und den Übergang vor allen Dingen meistern hilft auf seelischer Ebene, die jetzt dann auch wieder relevant ist, wenn
besonders große Stressphasen im Vordergrund stehen, weil Ribes nigrum, die schwarze Johannisbeere, auch cortisolähnlich wirkt. Über die Ernährung können wir einen großen Einfluss logischerweise auch nehmen. Der Klassiker ist tatsächlich, dass man inzwischen weiß, dass Brokkoli und auch Brokkolisprossen hilft, den Hormonhaushalt zu regulieren. Also wir kennen Brokkoli als Antikrebsernährung, aber auch wenn es darum geht, den Hormonhaushalt zu stabilisieren, tun wir gut daran, den öfter mal auf dem Plan zu haben, wenn man jetzt eben nicht jeden Tag Brokkoli essen will, weil er ihm womöglich sonst aus den Ohren raushängt. Also ich esse wahnsinnig gern Brokkoli, aber wenn ich ihn jeden Tag essen müsste, glaube ich, würde er mich auch irgendwann nicht mehr so freuen. Dann kann man hergehen und einfach mit Brokkolisprossen arbeiten, die die gleichen sekundären Pflanzenstoffe in hundertfacher Ausführung enthalten und die man ganz wunderbar über den Salat streuen kann, auf die Suppe draufstreuen kann, aufs Butterbrot mit ein bisschen Kräutersalz geben kann, die man also wunderbar in alles Mögliche hineinmischen kann. Und dann hat man auch diese sekundären Pflanzenstoffe, ohne dass man jeden Tag wirklich Brokkoli essen muss. Ich habe es eingangs schon mal gesagt gehabt, wenn es um die Knochengesundheit geht, dann ist natürlich, einerseits wissen wir, Vitamin D ein ganz ein wichtiger Faktor und für mich eigentlich der wichtigere Faktor als jetzt die Hormone. Das heißt, hier mal testen lassen und gegebenenfalls den Vitamin D-Spiegel entsprechend auffüllen. Und der andere wichtigste Faktor für die Knochengesundheit ist und bleibt das Thema Bewegung und Sport. Es ist so, dass wir, auch wenn das immer keiner hören will, aber spätestens ab dem 40. Lebensjahr tun wir gut daran, zweimal in der Woche gemäßigtes Krafttraining zu machen. Dafür muss niemand Bodybuilder werden. Dafür muss auch keiner ins Fitnessstudio gehen. Es geht auch schon mit Körpergewichtsübungen wie Liegestützen oder mit kleinen Hanteln, die man sich bei Chibo oder sonst wofür zu Hause zulegen kann. Es hilft einfach einerseits, den Hormonhaushalt zu regulieren, weil man weiß, dass Krafttraining Testosteron ausschüttet und Testosteron kann der Körper dann eben wieder verwenden, um daraus Östrogen zu machen in den Wechseljahren, beziehungsweise macht es uns leistungsfähiger und erhöht die Spannkraft. Und es ist so, dass wir wissen, dass mit regelmäßiger Gewichtsbelastung auf die Knochen auch die Knochendichte zunimmt. Das heißt, es schützt uns einfach vor dem Knochenabbau. Außerdem ist eben ist es so, dass wir ab dem 40. Lebensjahr sehr, sehr schnell Muskulatur abbauen. Und Muskulatur ist das, was unseren ganzen Bewegungsapparat stärkt und schützt und uns jung hält und uns unsere Spannkraft erhält. Ich habe mehrfach gesagt, dass Stress einen ganz großen Einfluss hat, sowohl auf das Thema Kinderwunsch als auch beim Wechsel, als auch beim PMS. Deswegen ist es natürlich auch fein, wenn es Pflanzen gibt, die uns jetzt hier unterstützen, diesen Stressdämon ein bisschen auszugleichen. Wieder wäre die Alchemilla eine Option, der Frauenmantel, der sich wie ein Schutzmantel um unsere Schultern legt und den Stress nicht mehr so richtig rankommen lässt. Der Beifuß wäre eine Option, der uns eben hilft, so ein bisschen mehr Kraft zu haben, mehr Energie zu haben. Der Rosmarin, der die Nerven stärkt, wäre eine Möglichkeit. Der Hopfen, der uns hilft, eher in die Entspannung, in die Gelassenheit zu kommen. Also da haben wir schon ein paar Dinge gehört. Zusätzlich sei noch gesagt, dass die Rosenwurz eine ganz, ganz tolle Stressadaptogenpflanze ist, die uns eben hilft, wenn wir jetzt über den Berg drüber müssen. Rosenwurz wirkt auch DHEA ähnlich, das heißt, sie wirkt auch verjüngend, lässt uns einfach länger durchhalten und hilft aber Stress besser zu regulieren. Also anders als andere Stressadaptogene macht sie uns nicht zum Duracell-Häschen, das dann ewig durchhält, sondern sie hilft eben auch, die Dinge nicht so an uns rankommen zu lassen. Und es gibt mittlerweile viele Untersuchungen, dass unter der Einnahme von Rosenwurz Patientinnen leichter schwanger geworden sind. Ich gebe die Rosenwurz sehr gerne eben den Patientinnen, wo ich das Gefühl habe, dass die aufgrund ihrer großen beruflichen Belastung nicht schwanger werden oder länger brauchen, um schwanger zu werden. Eine Alternative dazu wäre die Tigerwurzel, der Eleutherococcus, der eben tatsächlich so ein richtiger Kraftgeber ist, der sibirische Ginseng ist es, der wirklich so einfach so einen Energieschub auch macht, der auch die Schilddrüsenenergie so ein bisschen anregt. Das heißt, die Schilddrüsenunterfunktionskandidatinnen, die immer kalt haben, die immer müde sind, die antriebslos sind, da können wir mit der Tigerwurzel ein kleines bisschen mehr Energie reinbringen. Ashwagandha wäre auch so eine Pflanze, die die Stresstoleranz erhöht, die auch bei
zur Fruchtbarkeitssteigerung gegeben wird. Bei beiden Geschlechtern eigentlich kennen wir Ashwagandha mehr, um die Unfruchtbarkeit des Mannes zu reduzieren, also beziehungsweise die Fruchtbarkeit des Mannes zu fördern. Aber wir wissen von Ashwagandha auch, dass es die Einnistung fördert und dass es auch auf die Frau mild aphrodisierend wirkt. Hafer ist für mich das Nahrungsmittel schlechthin, wenn es um das Thema Stress geht. Das ist ein legales Dopingmittel. Wir haben alle essentiellen Aminosäuren drin. Das heißt, es ist gut für den Muskelaufbau. Es liefert Energie, es liefert alle Mineralstoffe, es liefert alle B-Vitamine. Und wir haben Alkaloide drin, die Nerven machen wie Drahtseile. Also Hafer zum Frühstück, dann ist der Tag dein Freund, vor allen Dingen in besonders stressigen Phasen. Und ich habe eben mehrfach gesagt, dass ich bei Frauen, bei der Anwendung von Frauenkräutern wahnsinnig gerne zyklisch arbeite. Das heißt, Dinge, die ich in der ersten Zyklushälfte gebe, Dinge, die ich in der zweiten Zyklushälfte gebe oder auch dann, wenn kein Zyklus mehr vorhanden ist, dass man dann einfach nach dem Mond geht und sagt, etwas gibt es zum zunehmenden Mond, anderes zum abnehmenden Mond. Das hilft tatsächlich auch so ein bisschen den eigenen Rhythmus wieder bewusster wahrzunehmen. Und das ist auch was, wenn man den eigenen Rhythmus wieder besser wahrnehmen kann, kann man auch mit Stress ganz anders umgehen, weil man einfach sich ein bisschen schützen kann und bei sich selber bleiben kann und den eigenen, die Dinge so im eigenen Rhythmus mit abarbeiten kann. Und es ist einfach so, dass das weibliche Leben nur rhythmisch und zyklisch funktioniert. Und dass es ganz wichtig ist, dass wir in der Lage sind, Ja zu sagen zum Frausein in allen Lebenslagen. Alleine das harmonisiert schon mal den Hormonhaushalt und macht viele Frauen leidend kleiner. Damit bin ich am Ende angekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Hier nochmal meine Adresse. Wenn Sie Kontakt brauchen, Nachgang noch Fragen haben. Wir haben aber jetzt im Chat auch gleich noch die Gelegenheit. Ich darf nochmal darauf hinweisen, dass, wie gesagt, unsere neuen Tinkturen Ende des Monats verfügbar sein werden. Wir freuen uns schon ganz doll drauf und arbeiten gerade mit Hochdruck an den Texten, an den Monografien, an den Beschreibungen, damit Sie auch gut damit arbeiten können. Ich darf auch an der Stelle nochmal verraten, dass wir große Dinge planen. Ab Herbst wird es eine Online-Ausbildung geben, die modular aufgebaut ist zum Thema Entgiftung und Ausleitung. Also vielleicht mögen Sie uns im Newsletter oder auf der Homepage verfolgen. Und dann die Ersten sein, die das lesen, sobald es hier was Neues gibt. Wenn Sie Fragen haben, gerne noch im Chat. Auf der Homepage von Evolution finden Sie auch die Kontaktdaten, wenn Sie zu den Produkten dort direkt noch Fragen haben. Ich schalte jetzt einfach mal um und freue mich, was Sie gleich noch an Fragen für mich im Chat haben. Vielen Dank hierhin für die Aufmerksamkeit und diejenigen, die schon in den Feierabend gehen wollen, denen wünsche ich einen schönen solchen und freue mich dann, Sie beim nächsten Webinar wiederzusehen. So, jetzt schaue ich hier mal in den Chat. Wenn Sie Fragen haben, am besten nur an Moderatoren senden, dann sind Sie auf jeden Fall datenschutztechnisch auf der sicheren Seite. Ansonsten dürfen Sie es auch gerne für alle stellen. Das machen Sie, wie Sie meinen. Jetzt schaue ich mal. Das waren hier viele guten Abends und der Ton war gut und so weiter. Trauen Sie sich nur. Bisher sind noch keine Fragen da. Sie haben also jetzt noch die Gelegenheit, die Erste zu sein. Ah, schon geht's los. Hier kommt eine Frage, wenn man die Blutung nur 2 Tage hat, ist das normal? Wir sind keine Kaffeemaschinen, sondern wir sind sehr, sehr unterschiedlich als Frauen und dürfen das auch sein. Wenn die Blutung 2 Tage dauert und effizient ist, dann ist das völlig normal. Wenn Sie das Gefühl haben, die Blutung ist zu schwach, dann könnte man eben versuchen, anregend zu arbeiten. Aber ich kenne viele Frauen, die sagen, ich habe 2 Tage lang eine normal starke Blutung und fühle mich damit gut gereinigt. Und dann ist das völlig okay. Dann muss das auch nicht länger dauern. Hier ist eine Frage nach dem Thema Myome. Die habe ich jetzt tatsächlich komplett ausgeklammert. Myome und Zysten, einfach weil das so ein bisschen den zeitlichen Rahmen gesprengt hätte. Bei Myomen arbeite ich auch gerne hormonregulativ. Myome sind oftmals ein oder Symptome eines Östrogenüberschusses, das heißt eines relativen Progesteronmangels.
Da können wir also mit allem arbeiten, was uns den Hormonhaushalt, den Progesteronhaushalt so ein bisschen aufräumt. Das Hauptproblem bei Myomen ist oftmals, dass die Patientinnen eine zu starke Blutung haben oder starke Schmerzen bei der Mens haben. Das heißt, dann versuche ich eben mit Dingen zu arbeiten, die hier regulierend auf die Blutung arbeiten. Nicht jedes Myom muss unbedingt operiert werden. Manche Myome können auch einfach da bleiben, wo sie sind. Dann muss man ein bisschen gucken, dass man sie im Zweifelsfalle gut durch den Wechsel bringt, weil sie im Wechsel natürlich mit diesen Hormonschwankungen unter Umständen nochmal einen Wachstumsschub bekommen. Ist ein sehr, sehr weites Feld. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, weil sonst wird es heute zu spät. Aber es gibt auch sehr viele pflanzliche Mittel, die beim Myomen sehr hilfreich sein können. Ich kann noch sagen, dass die Gundelrebe zum Beispiel eine ganz wichtige Pflanze ist zum Thema Myome. Was macht man bei Senkung statt OP, ist eine Frage. Da hatten wir ein paar Dinge dabei, die eben so ein bisschen tonisierend auf den Beckenboden wirken. Schisandra gehört da zum Beispiel dazu. Auch mit Rotklee kann man es versuchen. In der anthroposophischen Medizin ist es das Kreuzkraut Senecio, was man versuchen kann, wo es tatsächlich auch Zäpfchen gibt. Ich würde da insgesamt ein Konzept draus machen und das tatsächlich sehr individuell anpassen. Kieselsäure wäre nochmal was bindegewebsstärkend wäre. Also es gibt naturheilkundliche Konzepte, mit denen man es versuchen kann. Man muss einfach immer so ein bisschen von Fall zu Fall entscheiden, klappt das auch oder ist vielleicht für den einen oder anderen dann doch die Operation der bessere Weg. Das muss sehr, sehr individuell entschieden werden. Aber man kann durchaus mit naturheilkundlichen Mitteln hier versuchen, alle die Dinge, die tonisierend auf den Beckenboden wirken, die auch bei Reizblase und Blasenschwäche wirken, könnte man auch bei Gebärmuttersenkung begleitend versuchen. So, hier ist eine Frage nach dem Skript. Das müssten Sie mal bei Evolution direkt anfragen, ob es da die Möglichkeit gibt, das zugesandt zu bekommen. Ich gebe es gerne frei. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie das mit Datenschutz und so weiter und den Bildern, Urheberrecht und demgleichen ist. Die sind nämlich von der Firma Evolution gewesen und nicht von mir. Ob es das, was Sie jetzt als Präsentation gesehen haben, als Skript gibt. Ansonsten können Sie aber, was es auf jeden Fall gibt, ist eine Aufzeichnung des Webinars. Das heißt, Sie können jederzeit das Webinar nochmal nachhören, wenn Sie möchten, und entsprechend ja dann auch das Skript nochmal sehen. Das dauert normalerweise so 2 bis 3 Tage, dann wird es online sein und dann können Sie hier nochmal nachlesen, nachhören, nachgucken. Hier ist die Frage nach starken Menstruationskrämpfen und Kreislaufbeschwerden während der Mens bei einer 14-Jährigen. Da wäre jetzt zum Beispiel die Alchemilla eine tolle Sache. Auch die Schafgarbe wird hier gerne eingesetzt, auch bei jungen Mädchen. Auch die Melisse wäre eine Option. Ich würde vielleicht mit Alchemilla und Schafgarbe arbeiten. Unter Umständen auch insoweit rhythmisch, dass man jetzt anstatt zyklisch zu arbeiten, in der zweiten Zyklushälfte des mehr konzentriert die Einnahme und sozusagen morgens die Schafgarbe und abends die Alchemilla zum Beispiel gibt und es damit so ein bisschen rhythmisiert. Und ich würde hier natürlich auch auf die Mikronährstoffe gucken. Das heißt, B-Vitamine schaden sicherlich nicht und auch Magnesium schadet sicherlich nicht, insbesondere dann eben eingenommen in der zweiten Zyklushälfte. Was tun bei klumpiger Menstruation? Ist eine sehr schöne Frage, wenn so richtig dicke Klumpen entstehen. Klumpige oder fetzige Menstruation, das frage ich tatsächlich in der Sprechstunde immer ab, wie das Blut denn beschaffen ist bei der Menstruation. Klumpen und Fetzen im Menstrualblut deuten ganz klar auf einen Progesteronmangel hin. Das heißt, alle die Dinge, die eben jetzt hier Progesteron regulierend wirken, Alchemilla, also Frauenmantel, Jamswurz, auch die Walnuss zum Beispiel, können hier eine Option sein, den Progesteronhaushalt zu regulieren. Je nachdem, das habe ich jetzt im Vortrag nicht gesagt, weil es
auch einfach in der Kürze der Zeit nicht alles reinpasst. Man muss sich auch klar machen, dass die zweite Zyklushälfte oftmals darüber reguliert wird, dass die erste Zyklushälfte gut funktioniert. Also es kann auch sein, dass ein Progesteronmangel dadurch entsteht, dass der Eisprung nicht richtig gut funktioniert. Und dann kann es hilfreich sein, eben wieder über die erste Zyklushälfte den Eisprung zu regulieren und in der zweiten Zyklushälfte dann zum Beispiel mit der Alchemilla den Progesteronhaushalt zu unterstützen. Also Klumpen in der Menstruation sind definitiv auch ein Signal für einen Progesteronmangel oder ein gestörtes Verhältnis zwischen Östrogen und Progesteron. Was kann man bei Hashimoto-Thyreoiditis einnehmen? Da sind wir jetzt wieder bei der Schilddrüse. Das ist tatsächlich ein sehr eigenes, spezielles Thema. Bei Hashimoto ist ganz wichtig, auch auf Mikronährstoffe zu achten. Da ist Selen ein ganz wichtiger Mikronährstoff. Bei Hashimoto ist es unter Umständen wichtig, antientzündlich zu arbeiten, zum Beispiel mit Weihrauch. Könnte man da ein bisschen eingreifen. Ich würde es mal so stehen lassen wollen bei diesen Dingen. Hashimoto ist ein sehr komplexes Thema, das wir sehr viel in den Praxen haben, weil es tatsächlich ein Thema ist, was sich sehr stark häuft, was gerade eben Kinderwunschpatientinnen bringen fast immer ein Schilddrüsenthema mit und jedes zweite Schilddrüsenthema ist heutzutage ein Hashimoto. Das heißt, da gibt es naturheilkundliche Strategien begleitend. Aber die sind auch wieder sehr individuell einzusetzen und sehr umfassend. Das kriegen wir jetzt nicht in 5 Minuten unter. Mädchen, die vermehrt Bauchweh und Kopfweh haben, medizinisch ist alles abgeklärt, 11 Jahre alt und noch keine Blutung. Da wäre jetzt zum Beispiel durchaus Rosmarin mal was, womit man es versuchen könnte. Mir fallen noch Dinge aus der anthroposophischen Medizin ein, aber da müsste man jetzt tatsächlich ein bisschen tiefer graben und gucken, was denn dann noch so alles passt. Die Alchemilla kann schon auch ein Thema sein. 11 Jahre ist gerade so das Alter, wo die Menstruation langsam kommt und wo man vielleicht als junges Mädchen auch ein bisschen, ja, so ganz bewusst passiert es mit 11 Jahren nicht, aber dass man irgendwie so ein bisschen sich noch wehrt dagegen, dass die Mens kommt, weil man vielleicht noch ein bisschen Ängste damit verbindet oder so. Und da kann die Alchemilla auch eine tolle Pflanze sein, die der Frauenmantel, die also jetzt hier unterstützend wirkt und Krämpfe rausnimmt. Wenn jetzt viel Schulstress zum Beispiel besteht, dann kann auch die Melisse jetzt wieder eine Pflanze sein, die da hilfreich ist, die sowohl bei Bauchschmerzen als auch bei Kopfschmerzen entkrampfend und lindernd wirkt. Ich bedanke mich für all die netten Grüße, die hier ankommen und das gute Feedback. Vielen, vielen Dank. Es freut mich, wenn Sie was mitgenommen haben, wenn es Ihnen Spaß gemacht hat. Kennen Sie sich mit AGS aus? Sagen Sie mir nochmal, für was die Abkürzung AGS steht. Ich kenne ALS, ich kenne Aschna. Ist aber wahrscheinlich auch wieder was den Rahmen ein bisschen sprengen würde und wo wir vielleicht in einem anderen Rahmen mal, wenn dann, sprechen müssten. Bitte nochmal kurz die Info, was man im ersten Zyklus, in der ersten Zyklushälfte bei klumpiger Blutung, wenn wir also jetzt davon ausgehen, dass der Progesteronmangel daher rührt, dass der Eisprung nicht so richtig gut stattgefunden hat und wir in der ersten Zyklushälfte unterstützend arbeiten wollen, dann kann man zum Beispiel mit Beifuß den Eisprung anregen. Das ist tatsächlich jetzt wieder was sehr Individuelles. Rosmarin könnte auch eine Option sein, weil Rosmarin insgesamt das Becken durchblutet. Ja, da kommen mehrere Sachen in Frage. Aber ich lasse es jetzt mal stehen, dass es Beifuß und Rosmarin zum Beispiel sein könnten. Auch Hopfen könnte es sein, wenn es darum geht, eben den Eisprung anzuregen und über die Anregung des Eisprungs den Gelbkörper zu unterstützen und damit die klumpige Blutung zu reduzieren. Walnuss passt gut bei den Themen der Tochter. Sie mag aber keine Walnuss und lehnt sie ab. Wäre es trotzdem das Mittel der Wahl? Ja und nein.
sofern die Ablehnung nicht eine körperliche Intelligenz ist, die sagt, ich bin allergisch auf die Nuss, kann ja eine Tinktur dann eine Möglichkeit sein, die Nuss zu nehmen, die sie eigentlich bräuchte, aber einfach geschmacklich nicht mag. Also das heißt, da würde ich halt einfach ganz vorsichtig mal vielleicht mit einem Tropfen auf der Haut prüfen, dass nicht irgendwelche allergischen Reaktionen passieren. Und dann könnte aber, wenn die Walnuss tatsächlich eben gerade vom Wesen her, vom Typus her so gut passt, als Tinktur eben das Mittel der Wahl sein. Zumal ja da gar nicht die Nuss verarbeitet wird, sondern die Blätter üblicherweise verarbeitet werden, die Schalen. Und auch die Ablehnung der Walnüsse oftmals daher rührt, was man heutzutage auf dem Markt für Walnüsse angeboten bekommt. Das muss man auch dazu sagen, weil die halt schnell mal bitter schmecken, was für junge Mädchen natürlich irgendwie völlig uninteressant ist. Wenn man jetzt selber einen Walnussbaum im Garten hat und die ganz frisch pflücken kann, schmecken die viel, viel leckerer als Tipp für ihre Tochter. Aber ja, sofern sie nicht allergisch ist, würde ich dann tatsächlich einfach die Tinktur versuchen, wenn das so perfekt passt. Androgeniales, das AGS, das war nochmal die Abkürzung. Auf jeden Fall sprengt das den Rahmen. Ich kenne mich in der Endokrinologie ganz gut aus, habe jetzt aber ehrlich gesagt, ich glaube, 2 Patientinnen in der Praxis gehabt, die mit dem Syndrom gekommen sind. Grundsätzlich würde ich sagen, mir fallen Dinge dazu ein, aber es ist jetzt nichts, was ich jeden Tag habe in der Praxis. In welcher Form geben Sie Phytopharmaka, je nach Indikation, was der mal, was oral, was als Tee und Kombinationen? Also ich bin selber ein Teetrinker. Ich frage meine Patienten, ob sie gerne Tee trinken, und ich verabreiche gerne begleitend zu allem einen Tee. Wenn ich aber so Pflanzen habe, und das habe ich eigentlich immer, dass ich Patienten vor mir sitzen habe, wo mich eine Pflanze förmlich anspringt, wo ich sage, diesen Pflanzenschutzengel, den muss derjenige in der Hosentasche haben, dann ist es definitiv als Tinktur. Und wenn ich jetzt eben bei einer Frau zyklisch arbeite, dann sind es meistens 2 Pflanzen, manchmal sogar 3 Pflanzen, die ich als Tinktur verabreiche. Und dann gebe ich aber begleitend, wenn ich das Gefühl habe, na, funktional, könnte jetzt das ein oder andere Kraut zusätzlich hier ergänzend noch sinnvoll sein, gebe ich gerne mal noch einen Tee dazu. Tinkturen gebe ich generell oral. Dermal, also über die Haut, gebe ich Dinge dann, wenn ich wirklich auf der Haut was erreichen möchte. Also wenn ich sage, ich habe eben eine Wunde, die sich nicht schließen will, oder ich habe Furunkel, die ich betupfen will, oder Akne-Geschichten, die betupft werden sollen, oder auch Hautpilzgeschichten, die betupft werden sollen, dann arbeite ich natürlich auch mit den Tinkturen gerne transdermal, dann aber gerne eben verdünnt, entweder irgendwie in Wasser ein bisschen, wenn es offene Stellen sind, oder man gibt es auf ein Wickeltuch zusammen mit einem Wasser und lässt es dann auf der Hautlänge einwirken. Man kann es auch mit ein bisschen Salz emulgieren und dann mit einem Öl emulgieren. Also wenn man jetzt eine Tinktur in Öl gibt, passiert nichts, weil sich das nicht verbindet. Aber wenn man es eben in Salz gibt und dann mit Öl verreibt, emulgiert sich das ein kleines bisschen. Dann kann man auch Einreibungen damit machen. Muss aber wieder schauen, das Salz brennt natürlich auch. Oder man kann es eben zum Beispiel auch in Joghurt träufeln, wenn man jetzt vaginal bestimmte Dinge anwenden will. Zum Beispiel bei Vaginalpilzen, bei Wiederkehrenden, kann man versuchen, eben mit so Dingen wie Walnuss das zu regulieren. Bei vaginaler Trockenheit kann man zum Beispiel auch mit Rotklee arbeiten, vaginal. Da muss man es eben sehr, sehr stark verdünnen, weil natürlich die alkoholische Lösung auf der Vaginalschleimhaut nicht gut ist und auch nicht angenehm ist. Das heißt, da muss ich dann eben was geben, was dazugeben, was diesen Alkohol so ein bisschen neutralisiert, wie zum Beispiel Joghurt. Gibt auch Apotheken, die aus den Tinkturen vaginal Zäpfchen herstellen. Das muss man dann halt entsprechend rezeptieren und beauftragen. So, da kommt nochmal Feedback. Ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen netten Rückmeldungen. Ich glaube, dass wir jetzt am Ende der Fragen angekommen sind. Hier gibt es noch eine Umfrage, an der Sie gerne teilnehmen können, damit wir wissen, was wir besser machen können in Zukunft. Und wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann bedanke ich mich, dass Sie so lange mit mir durchgehalten haben, dass Sie so lange den Abend mit mir verbracht haben. Und
bedanke mich auch für Ihre vielen tollen Fragen. Das bereichert ja ein Webinar auf jeden Fall immer noch. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt einen wunderschönen Feierabend und freue mich, wenn wir uns eben zum nächsten Webinar zum Thema Immunsystem in Kürze in 2 Wochen wiedersehen und wiederhören. Einen schönen Abend aus Tirol. Lassen Sie es sich gut gehen und viel Spaß mit den Tinkturen und den Pflanzen.